Überzeugung einsteht, weil sie bereit ist, gegen den Strom zu schwimmen, weil sie sich allen Beschimpfungen und Inszenierungen zum Trotz nicht aus der Fassung bringen lässt und das ausspricht, was eigentlich für jeden auf der Hand liegen müsste, dass nur eine neue Entspannungspolitik Kriege beenden kann. Wir freuen uns sehr, sie war bereits letztes Jahr hier, dass sie auch dieses Jahr von dieser Bühne sprechen wird. Und danke für die Unterstützung. Sarah Wagenknecht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass wir heute hier alle hier sind, dass ihr alle heute hier seid, dass ihr hergekommen seid, dass ihr heute mit uns gemeinsam für den Frieden demonstriert. Es ist das dritte Mal, dass wir jetzt in Berlin eine große, große Kundgebung haben und wir werden lauter und wir werden mächtiger und wir merken, es gibt immer mehr Menschen in unserem Land, die machen das nicht mehr mit, dass man ihnen erzählt, Waffen retten den Frieden und sie machen es auch nicht mehr mit, dass man ihnen erzählt, Aufrüstung ist sicher, ist für unsere Sicherheit. Und deswegen ist es großartig, dass ihr heute hier seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte auch sagen, ich finde es sehr gut, dass wir heute diese Breite, diese politische Vielfalt auch hier bei den Rednerinnen und Rednern haben. Ich möchte mich wirklich bedanken, auch bei Peter Gauweiler, dass er hier so eine kämpferische Rede gehalten hat. Ich muss sagen, das ist doch großartig und zeigt das auch auf der konservativen Seite des politischen Spektrums. Menschen, viele Menschen sind, die ganz klar sehen, in welchen Irrsinn uns diese Kriegspolitik führt. Aber ich möchte auch sagen, ich habe auch großen Respekt vor Ralf Stegner, dass er heute hierher gekommen ist. Und das war für ihn kein einfacher Auftritt. Ich teile vieles nicht, was Ralf Stegner sagt. Und er hat auch über mich das eine oder andere gesagt, was ich nicht besonders sinnvoll fand. Und trotzdem muss ich sagen, und ich bin auch der festen Überzeugung, und das bedauere ich, dass die SPD von Scholz und Pistorius sicherlich nicht Teil der Friedensbewegung ist. Aber ich bin froh über jede Stimme in der SPD, die sich für einen anderen Weg ausspricht. Weil es ist so wichtig, dass es diese Stimmen gibt, weil wir brauchen sie, damit wir einen anderen Weg erreichen können. Und damit eben diese Linie von Pistorius, von Scholz und anderen, die blind das tun, was ihnen irgendjemand in Washington sagt, die wirklich nicht mehr daran denken, was im Interesse unseres Landes ist, dass diese Linie nicht so weitergehen kann. Das halte ich wirklich für ganz, ganz wichtig und wir brauchen jede Stimme, die hier für einen anderen Weg steht. Ja, bravo! Bravo! Wir sind ja heute hier am 3. Oktober, an dem Tag, an dem damals die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und es ist ja schon auch angeklungen, ich möchte es aber hier auch noch mal sehr, sehr deutlich sagen, an so einem Tag möchte ich auch, dass wir noch einmal mit Dankbarkeit an Michail Gorbatschow denken, der diese Wiedervereinigung immerhin ermöglicht hat. Der damals auch den Umbruch in ganz Osteuropa ermöglicht hat, weil damals die Sowjetunion ihre Truppen, ihre Soldaten zurückgezogen hat, ohne dass ein Schuss fiel, ohne dass man sie dazu zwingen konnte, der die Hand gereicht hat zum Frieden. Und ich erinnere mich noch an die Zeit damals, der Kalte Krieg war vorbei, die Raketen verschwanden, man hatte das Gefühl, endlich Frieden, endlich keine Angst mehr vor Krieg. Und wo stehen wir heute, 30 Jahre später, wieder in einer Welt, die in Flammen steht, wo im Nahen Osten ein großer Krieg droht, wo in der Ukraine seit 2,5 Jahren ein schrecklicher Krieg tobt, der sich auszuweiten droht, aus dem ein großer europäischer Krieg werden kann. Wir stehen wieder davor.
vor, dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Und uns wird erzählt, das sei alles normal und da brauche man nicht zu protestieren. Mein Gott, das ist doch ein Wahnsinn. Nein, wir dürfen nicht weiter in diese Richtung gehen, weil es ist verdammt gefährlich, was da passiert. Wie in unserem Land inzwischen diskutiert wird, wie Leute niedergemacht werden und diffamiert werden, wenn sie für Verhandlungen werben und für Diplomatie, wie sie hingestellt werden als Stimme des Kremls, als Putins Pressesprecher. Was für eine Schande für die, die so diskutieren. Nein, wir brauchen Frieden und wir brauchen Diplomatie und wir brauchen Verhandlungen. Und es ist toll, dass ihr euch alle nicht habt einschüchtern lassen, weil man hat doch versucht, diese Grundübung zu diffamieren. Frau Baerbock zum Beispiel. Frau Baerbock hat sich ja jetzt zu der Aussage hinreißen lassen, also von der Frau kommen ja immer so großartige, geistreiche Dinge. Da hat sie also jetzt nochmal gesagt, dass die Wahlergebnisse des BSW im Osten, das sei ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, wenn die Menschen so wählen würden. Und da möchte ich mal sagen, an die Adresse von Frau Baerbock, sie hat da irgendwas nicht richtig verstanden. Ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, das sind Leute wie Sie, Frau Baerbock. Das sind Leute, die auf die militärische Karte setzen. Das sind Leute, die uns immer wieder in Kriege hineinziehen. Die sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Und um sie zu stoppen, sind wir heute hier. Weil wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in Kriege hineingezogen werden. Und ich muss sagen, es ist doch teilweise eine Beleidigung unserer Intelligenz, was uns erzählt wird. Dass gesagt wird, Aufrüstung ist Sicherheit. Die Aufrüstung gewährleistet unsere Sicherheit. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Auf dem Territorium der NATO-Staaten leben 10% der Weltbevölkerung. Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60% der globalen Militärausgaben. 60%, mehr als die Hälfte. 12-mal so viel übrigens wie Russland, das jetzt auch aufrüstet, das ja Krieg führt und das jetzt eine Kriegswirtschaft hat. Und trotzdem haben wir immer noch in der NATO 12-mal so viel Militärausgaben. Und da wollen sie uns weismachen, dass wir noch mehr aufrüsten müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Was glauben die, wie blöd wir sind? Wir lassen uns doch nicht für blöd verkaufen. Wir brauchen das Geld für Schulen, Krankenhäuser und unser Leben und nicht für den Tod und für Waffen. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch wirklich sowas von nervig, wenn man uns dann immer mit der ganz großen Moral daherkommt. Mit den großen Wertekriegen, die da angeblich geführt werden. Und dass man doch aus moralischen Gründen nicht mit Putin reden darf, weil er ist ja ein Verbrecher. Und ich sage ja, es ist für mich jeder Politiker tatsächlich ein Verbrecher, der einen Krieg beginnt. Das sage ich sehr, sehr deutlich. Kriege sind ein Verbrechen und deswegen muss es immer andere Wege gehen. Aber bitte schön, keine Doppelmoral. Wenn ein Politiker, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher ist, was ist dann mit all den US-Politikern, die vielen, vielen Kriege in den letzten Jahren verantwortet haben? Für eine irrsinnige Moral. Das ist doch keine Moral, das ist Doppelmoral. Und ich finde auch, dass gerade diejenigen, die hier uns immer so moralisch kommen, mit ihrer geheuchelten Empathie, dass die sich jetzt besonders geoutet haben in ihren Äußerungen zum Krieg, zu dem entsetzlichen Krieg im Nahen Osten, wo
wo plötzlich die Empathie mit den vielen, vielen Opfern, wo ist diese Empathie? Man hört nichts davon. Und ich sage auch da sehr, sehr deutlich, ja, der islamistische Terrorismus, der ist eine Gefahr. Die Massaker, die waren abscheulich. Und wenn Menschen jubeln, wenn der Iran Rakete nach Israel schießt, dann ist das menschenverachtend. Das sage ich auch ganz deutlich an dieser Stelle. Und trotzdem möchte ich auch sagen, wer zu den furchtbaren Kriegsverbrechen im Gazastreifen schweigt, wer zu 40.000 Toten schweigt, darunter 20.000 Kindern, der soll mir nicht damit kommen, dass er moralisch ist. Nein, das ist Heuchelei. Auch dieser furchtbare Krieg, der muss endlich beendet werden. Und wir dürfen auch nicht schweigen zu endlosen Provokationen der Regierung Netanjahu, die nicht die Sicherheit Israels erhöhen, sondern die im Gegenteil auch viele Menschen in Israel gefährden, weil sie dort zu einem riesigen barbarischen Krieg führen können. Und deswegen gilt auch für den Nahen Osten, es muss endlich eine Verhandlungslösung geben, die die Interessen aller Seiten berücksichtigt. Es muss endlich der Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung eingeschlagen werden. Sonst wird der Krieg nicht enden. Sonst wird das Töten nicht enden. Und es darf doch auch nicht sein, dass man uns erzählt, dass man Terroristen mit Terror stoppt. Wo ist das jemals auf der Welt gelungen? Terroristen werden durch Terror nicht gestoppt und durch Krieg, sondern sie werden stärker, wenn das Blut fließt, weil genau das schürt den Hass, den die Terroristen brauchen. Und deswegen ist es der völlig falsche Weg. Und einen letzten Punkt möchte ich schon auch nochmal sehr, sehr deutlich sagen. Es gibt ja das schöne Zitat von Eva-Maria Remarque. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Und genau das erleben wir doch mit den Kriegen dieser Welt. Und wir erleben es auch hier in Deutschland, wo uns diese ganzen Hofreiter, Schrapp, Zimmermanns, Kiesewetters, alle erzählen, wie man Krieg führt und wie man Waffen liefert und dass man den Krieg nach Russland tragen muss und die gefährden unser Land dadurch. Und da muss ich mal deutlich sagen, was ich mir wünschen würde. Ich bin wirklich immer gegen Bodentruppen und Auslandseinsätze gewesen. Aber ein Bataillon der Kriegstüchtigkeitsmaulhelden hier in der Berliner Republik, die da uns immer in die Kriege treiben wollen. Ein solches Bataillon, das mal zu den Kriegen hingeht, das dabei eingesetzt wird, das vielleicht mal erlebt, was Krieg bedeutet und wie viel Leid und wie viel Schmerz und wie viel Opferkriege bedeuten. Ein solches Bataillon der Maulhelden der Kriegstüchtigkeit, da können die ganzen Rockschack, Zimmermanns und Hofreiters und so weiter sich mal beweisen. Da wäre ich absolut dafür. Und vielleicht, wenn sie zurückkommen, dann begreifen sie, was Krieg heißt. Und dann schützen sie vielleicht auch mal irgendwann unsere These, dass Kriege beendet werden müssen und dass wir Diplomatie brauchen und Verhandlungen. Und das ist wirklich das, womit ich auch heute schließen möchte. Wir müssen noch mehr werden, als wir sind. Wir müssen stark werden. Wir müssen eine ganz laute Stimme haben. Und wir müssen diese verdammten Raketen verhindern, die wirklich unser Land in die Ziellinie russischer Atomraketen bringen. Lasst uns das gemeinsam anpacken. Nein zu den US-Raketenplänen. Nein zu Kriegen. Und für Verhandlungen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Ja, zu der Stationierung kommen wir am Ende dieser Veranstaltung noch und wir bitten euch alle, auf jeden Fall heute bis zum Schluss auszuharren.